zunächst die des Gastgebers. Hier haben wir Leverkusen, es ist schon angesprochen worden, Dirk Heinen als Vertreter für Rüdiger Vollborn im Tor. Macht sein zweites Europapokalspiel und hatte zuvor zweimal in der Bundesliga gespielt mit der 2 Markus Happe. Für eine Viertelmillion vor 2,5 Jahren aus Münster gekommen. Die 3 Mario Tolkmit. Die 4 Christian Wörns, einer der Manndecker. Die 5 Ion Lupescu, der 36-malige Nationalspieler der Rumänen. Dann mit der 6 Heiko Scholz, frühere Dresdner. Die 7 ein kleines Sorgenkind im Team der Leverkusener, Paolo Sergio, der besser spielen müsste, wie der Trainer meint. Die 8 Bernd Schuster. Die 9 Ulf Kirsten, er spielt also doch trotz seiner Muskelprobleme. Pavel Hapal mit der 10 und die 11 Andreas Thom, für den gleiches gilt wie für die 7 für Paolo Sergio. Die Gäste aus Katowice, aus Oberschlesien, haben wieder ihre Innenverteidigung dabei, die ihnen im Hinspiel fehlte. Dazu erzähle ich Ihnen später noch ein bisschen mehr. Joiko spielt im Tor mit der 1, erfahrener Mann. Dann Maciejewski mit der 2, Mann mit der hohen Stirn. 3 ist Borowski. Die 4, das ist einer von den beiden, die ich eben ansprach. Weng Jun. Die 5, Widuch. Mit der 6 ein Mann aus dem Mittelfeld, Janoschka. Die 7 Andrzej Nikodem, der im Hinspiel nicht so besonders gut aussah gegen Ulf Kirsten. Die 8 dann Letwon. 9 einer der beiden Stürmer, der Angreifer Walczak, Christoph Walczak. Dann mit der 10 der National-Libero, der wohl abgeschaut hat bei Lothar Matthäus. Zwierczewski also, und die 11 ist Strojek, der zweite Angreifer. Also Zwierczewski mit der 10, den werden Sie nicht da vorne finden nachher im Spiel, sondern der wird ganz weit hinten stehen und versuchen, vor seinem Keeper Joiko Hingert. Und Hapal. Nachschuss von Scholz. Wahrscheinlich erscheinenden Fall, dass Katowice noch die nächste Runde erreicht, Andrzej Nikodem nicht dabei sein würde. Zweite gelbe Karte im laufenden Wettbewerb. Freistoß Schuster. Versucht er direkt. Und die Führung. Damit hatten die Polen noch wirklich nicht gerechnet. Insbesondere Janosch Joiko nicht. 8. Spielminute. Ein wunderbarer Freistoß, wie ihn nur ganz, ganz wenige in der Bundesliga. Viel Einsatz von Sergio in dieser Anfangsphase. Hat sich die Worte seines Trainers offenbar zu Herzen genommen. Happe und das 2:0. Andreas Thom. Das wird ihm gut tun. Ein prima Auftakt von und für Bayer Leverkusen. 2 Tore in der Anfangsphase und 2 wunderschöne obendrein. Die Vorarbeit von Markus Happe. Und da sehen Sie, Thom völlig allein gelassen. Widuch mindestens 2 Meter von ihm entfernt. Hier der Mann mit der 5, der ihn eigentlich bewachen soll. Links war Borowski völlig frei. Kein Abseits. In der Mitte ist Kirsten frei. Oh, was ein Ding. Aber jetzt 3:0. Das gibt es nicht. Was für ein Auftakt in dieser Partie. Heiko Scholz. Das geht ja hier jetzt im Minutentakt. Vorarbeit Sergio. Und dann wäre es um ein Haar passiert. Das 9. Saisontor für Kirsten. Der hat ja schon 8 erzielt
in bislang 5 Begegnungen. Und da braucht Scholz nur noch einzunicken. Ihm wäre ja mal ein Tor zu gönnen. Räume zu schaffen für die nachstoßenden Mittelfeldspieler. Denn Sie sehen, die stehen sich da teilweise doch auf sehr engem Raum, oft selbst im Wege. Ein Spiel nun schon über 25, 26 Minuten im und unmittelbar vor dem Strafraum von GKS Katowice. Im Augenblick Tabellendritter in der polnischen Liga. Der Trainer hat gesagt, wir haben durch unser Engagement im Europapokal auch ein bisschen die Puste und auch die Linie verloren daheim in der Meisterschaft. Wir sind etwas von der Spitze zurückgefallen. Bis dato übrigens blendende Ergebnisse im Europapokal. Aris Saloniki geschlagen in der Runde zuvor. Immerhin gegen so, da haben wir den Trainer kurz rechts im Bild gehabt. Eine renommierte Mannschaft wie Girondins Bordeaux gesiegt. Und das, was sie gegen Leverkusen sowohl im Hinspiel als auch bisher hier im Rückspiel gezeigt haben, ist nicht die wahre Leistungsstärke dieser Mannschaft. Sergio! Weil wir hier die Wiederholung noch sehen. Thom war draußen. Und das 4:0. Pavel Hapal. Einer Kalmus, den Sie hier erkennen im Pulpe der Zuschauer. Und ich habe das Gefühl, die Anzeigentafel ist gar nicht groß genug, um das, was da möglicherweise noch auf uns alle zukommt, aufnehmen zu können. Sträflich ungedeckt. Da kann er sich fast die Ecke des Tores aussuchen. Wird dann nochmal mit einbezogen ins Spiel. Joiko mit beiden Fäusten. Borowski. Und das ist eine Chance für die Gäste. Und erstes Mal gut pariert von Dirk Heinen. Sind ja undankbare Spiele, wenn man nichts zu tun bekommt und dann plötzlich steht der gegnerische Stürmer vor einem. Wenn er dann noch trifft, ist es umso schlimmer. Da hat es heute nicht schwer bislang. Eine umstrittene Szene, die Geschichte mit dem Foul von Weng Jun gegen Sergio. Jetzt vielleicht das Ehrentor, aber da muss er sich plagen. Der gute Janoschka. Und da hat er nicht gesehen, dass im Rücken schon ein Leverkusener herangespritzt kam. Den musste er direkt nehmen. In kurzer Folge für die Gäste. Wieder Burns mit viel Platz. Und immer wieder Thom am rechten Flügel. Kopfball von Sergio. Ah, der braucht natürlich viele Tormöglichkeiten. Schwer verdaulicher Brocken für die Gäste. Und da möchte ich nicht gleich in der Kabine mit dabei sein. Gut gemacht. Von Strojek. Die Vorarbeit kam von Nikodem. Und wieder ist Heinen auf dem Posten. Hier ist der Pass von Nikodem. Lupescu kommt zu spät. Und mit den Fingerspitzen, mit den Fingerkuppen. Das war gleichzeitig die letzte Aktion in dieser ersten Halbzeit. Wie gesagt, Kompliment an die Hausherren, die wirklich guten, herzerfrischenden Fußball hier gezeigt haben. Und die Zuschauer, man sieht es ihnen an, sind rundherum zufrieden. Er wohl weniger hier. Strojek wird sich behandeln lassen können.
in der Pause, in der Halbzeit. Sie erinnern sich vielleicht an den 1,64 kleinen oder großen. Ich gebe ihn nach oben zu Wilfried Mohren. Danke Jürgen, und es wäre und es ist wohl, wenn man das so jetzt schon sagen kann und darf, nehme an, Sie werden es auch so sehen, dann die dritte Qualifikation für ein Europapokal-Viertelfinale. Nach 87, 88 und 93, 94. Wie doch war das? Miroslav Widoch. Und da fehlten nur ein paar Zentimeter. Markus Mönch. Ja, ein bisschen zu steil für den neuen Mann, Ralf Becker. Schuster. Immer noch Schuster. Hier muss er eigentlich schießen. Hat er zu lange gewartet. Und der gute Markus kommt dann doch ein bisschen in die Rücklage. Von denen, die da unten auf dem Platz stehen und von denen übrigens überhaupt keiner aus Katowice selber ist, sind Halbprofis. Sergio! Chance Nummer 6, der arme Kerl. Aber vielleicht hat er gehört, was Rainer Kallmund gesagt hat. Den Vertrag gibt es dann beim Ende doch wohl. Sie haben sein Gesicht gesehen. So ungefähr durfte es wohl interpretiert werden, wie das darf doch wohl nicht wahr sein. Mir klebt das Pech heute an den Füßen. Kein Abseits. Jetzt kann er es allen zeigen. Markus Münch. Und auch ihm verspringt der Ball. Wie vorhin schon dem guten Andreas Thom. Und jetzt gibt es erste Pfiffe im Stadion. Und Heinen, mit ihm darf man heute auch zufrieden sein. Das wenige, das er aufs Tor bekam, hat er glänzend pariert. Guter Stellvertreter heute für Rüdiger Vollmer. So, und jetzt ist die Partie zu Ende. Pünktlich. Naja, nicht ganz. 20 Sekunden ist er schon drüber gegangen. Pfeift der Schiedsrichter aus der Türkei, Dr. Ahmet Sakar, diese Begegnung ab, in der wir dann in der zweiten Halbzeit doch keine Tore mehr gesehen haben. Dafür hat dann der erste Durchgang entschädigt. 4:0. Ein klarer, ein deutlicher Spielstand für Bayer Leverkusen, die nur noch eine Begegnung haben, bevor es dann in den Winterurlaub geht. Marschieren ja nach Bayern, nach Reit-im-Winkel. Da wird ja dann vielleicht auch der Vertrag mit Stepanovic verlängert um, wie es heißt, 3 Jahre. Auch das soll nur noch Formsache sein.